Okay. Gut. So, schon verkackt. Mies. So, erstmal hier. Also, wir müssen ganz viel mit Viecher rumkicken und so machen, ne? So, besser wäre es gewesen, wenn ich ihn nach rechts gekickt hätte, nicht nach links. Und genau das will ich jetzt auch machen. Das war schade, weil ich habe gehofft, er würde den rechten auch wieder treffen und ich würde dann nicht sterben. Ist jetzt leider nicht passiert, ist okay. Wird jetzt, das wird ein bisschen frustrierend. Ich weiß nicht, wie das jetzt für den Zuschauer wird, aber jeder kleine Fehler wird machen, dass ich resette oder sterbe. Und es sind viele Sachen, die ich hier falsch machen kann. Also bereitet euch auf eine lange, lange Reise vor. Auf dieses, in diesem Level. Nein, eine Reise kann man das jetzt vielleicht nicht. Nein, das war jetzt vielleicht nicht mal so schlecht. Ich habe das Ding aufgehalten. Hab mir jetzt zwar nur 100 Bonuspunkte gebracht. So, bitte nach... Ja, nach da. Und jetzt habe ich die Münze nicht geholt, aber ist schon okay. So, hier könnte ich auch noch mal Punkte farmen. Das wollte ich jetzt nicht. Okay, sammel das Leben. Aber wir haben eh nicht viel Zeit in diesem Level. Also... Zeit ist sehr knapp gehalten hier. So, hier ist es wichtig, viel zu sammeln. So, einmal hier, dann das Zeug mitnehmen und dann nochmal hier unten. Okay, auch noch 10. Ja, und dann... Boah, man hat echt keine Reaktionszeit so wirklich. Okay, sehr schön. Dann... Das hätte... Okay, okay, ist okay. Hier stört er mich nicht mehr. So, dann versuche ich die jetzt zu überwältigen. Naja, mehr oder weniger. So, okay, hier scheiß mal drauf. Ist natürlich ein bisschen Zeit verloren, indem ich einmal angehalten bin. Aber ist schon okay. Nichtsdestotrotz wird die Zeit hier auch knapp in dem Level. Bitte nicht sterben hier. Oh Gott, knappe Kiste. Okay. Das Yoshi-Ei. Ja. Und dann noch ihn wegkicken. Also die Punkte haben wir jetzt schon, wie ihr sehen könnt. Zeit wird uns nicht viel bringen. Aber ist okay. Von 40.000 erreichten, 58.000, fast 59.000, ist ziemlich gut. Auch für die Leiste unten, ne? Wenn man mal die im Aspekt hat. Hatte ich das Yoshi eigentlich schon vorher? Ich glaube schon, oder? Doch, hatte ich schon vorher. So, weil, guckt, ja, ein bisschen mehr, weiter, weiter. 1, was habe ich noch gesagt? 1,6 Millionen? Ich habe die Zahl schon wieder vergessen. Wer weiß, könnte möglich sein. Schauen wir mal. Hier muss ich 28.000 zum Beispiel erreichen. Naja, okay, gut. Dann wollen wir mal. Okay, erstmal... Ach ja, das hat er den schönen Mr. Lucky to. Ich werde ihn töten. Und dann schauen wir mal. So, potenziell, hier sind viele Blöcke. One-Up. Das. Oh, der hätte hier oben lang gemusst. Von vornherein. Okay. Halten wir uns beim Hinterkopf. Ich guck mal jetzt, ob der. Gut. Da ist eine Münze drin. Ist ein bisschen schwer zu kriegen, aber wir wissen es jetzt schon mal. Trotzdem, bevor ich anfange, werde ich immer diesen Lucky Two töten. Weil er mich massiv stört. Wie soll ich denn da hoch? Darüber habe ich vorher gar nicht nachgedacht. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Nein, das reicht nicht ganz. Das sowieso nicht. Ich weiß es nicht. Also mit einem Pilz ist kein Problem. Aber ich kriege keinen Pilz in diesem Level. Zumindest. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt keinen kriege oder irgendwann später erst. Aber... Steht ja nicht zur relevanten Debatte, Freunde, denn die einzige Möglichkeit, irgendwas Unsichtbares lässt mich da hochgehen. Leider lebt der Lucky Two jetzt und lässt es mich auch spüren. Ah, okay, gut. Seht ihr, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, das war im Original-Game auch gar nicht so. Gut zu wissen. Also hier ist ein unsichtbarer Block. Jetzt haben wir es rausgekriegt.
Und damit haben wir schon mal die ersten beiden. Hier ist ein Pilz dran, doch. Also das Level hat auf jeden Fall schon Power-Ups. Und ich glaube, vielleicht könnte die dritte Münze, nein, nicht hier sein, sondern vielleicht da drüben. Wer weiß. Ah. Vermutlich ist sie hier drin, aber schnell hintereinander dagegen zu springen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, sage ich jetzt schon mal. So, dann müssen wir die sammeln. Nö, die war nicht da drin. Ach, verdammt. Okay, aber gute Nachricht, sie ist nicht da drin, das wissen wir jetzt schon mal. Sondern da oben. Aber da kommen diese ganzen Bullet Bills und versauen mir den Tag. So, wo war der nochmal? Hier direkt, ne? Genau. Ach, Entschuldigung. Ich habe ganz vergessen, das Ding hier zu verschieben. Naja, auch in meinem Interesse eigentlich, ne? Um mal zu wissen, wo das Ding ist. Habe ich gar nicht dran gedacht mehr. Ich werde hier schon die ganze Zeit laut aufgeschrien. Ich würde schon ganz gerne diesen Pilz hier haben. So, das lassen wir jetzt mal außen vor mit diesem Münzblock. Vielleicht komme ich nochmal darauf zurück, wenn ich die Punkte sammeln muss. Das weiß ich aber noch nicht, weil es echt verdammt schwer ist. So, und jetzt holen wir uns das. Und dann muss ich wieder zurück, weil ich dann nochmal neu drauf muss. Ach, man kann hier rein. Okay, gut zu wissen. Ja, ich wurde ganz schön verarscht gerade. Okay, da ist ein unsichtbarer Block, der mich unfreiwillig... Ja, okay. Und, also, das Spiel ist phänomenal. Das Spiel rennt trotzdem weiter in die Röhre rein. Und dann später, als ich jetzt gestorben bin, bin ich gestorben, weil ich in der Luft getroffen wurde. Und in Mario Bros. 1 ist ja noch so, dass man sein Momentum in der Luft komplett verliert, wenn man von irgendwas erwischt wird. Oder wenn man auf irgendwas landet. Also, dann springt er nicht weiter, fällt in das nächstbeste Loch. Lief, alles nach perfekten Super Mario Bros. 1 Regeln, die mich richtig zu spüren lassen haben. Ey, leg dich nicht mit Mario Bros. 1 an. Vom Allerfeinsten. In jedem anderen Mario-Spiel wäre ich mit so einer Scheiße nicht konfrontiert worden, aber hier schon. Und ja, das dürfen jetzt alle hier am lebendigen Leib erleben. Boah, ey, der weicht aber auch gut aus, ne? Der will nicht, dass ich ihn erwische, und wenn, dann machen seine Lucky Toos mal noch zu schaffen. Boah, jetzt hätte mich fast der gleiche nochmal erwischt, ne? Und dann hätte ich sowas Tolles gesagt wie: Ey Mann, ich bin da gleich am Stellen gestorben wie eben. Aber es wäre auch traurigerweise so gewesen. Also. So. Jetzt sind wir schon mal hier. Das hier ist ein bisschen nervig, diese Stelle, weil wir müssen hier rauf und danach muss ich hier wieder zurück, weil ohne Anlauf komme ich da nicht rüber. Und ohne Springen erst recht nicht. Aber was soll schon Springen sein? Das ist überbewertet. Ich habe mir, also ich habe euch eben eine Sache noch nicht erzählt. Nämlich habe ich jetzt gedacht, so, ich mache mir jetzt die Mühe und spiele bis dahin, damit ich an der Stelle einfach gar nicht erst losspringe und einfach in den Tod renne. Ich dachte, das wäre eine echt coole Idee und deswegen habe ich das jetzt mal gemacht. Ich hoffe, ihr findet das gut. Naja. Deswegen. Vielleicht mache ich das jetzt nochmal, wer weiß. Ich weiß es jedenfalls nicht, weil ich werde ja nicht vorgebahnt, wenn der keine Lust hat zu jumpen. Sonst würde es ja nicht so desaströs enden. Boah, wie viel noch? Komm schon. Na, ist erst gesprungen. Tolle Leistung. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Ich wollte hier hochspringen. Okay, das Ding ist hier. Es ist der vierte schon, nicht schlecht. Einer mehr noch. Ich habe noch kein bisschen mich versucht, mit dem Yoshi-Ei zu befassen, ne? Also. Das zu kriegen ist nicht sehr schön. Aber wenn ich jetzt hier halt ins Ziel komme, das werde ich jetzt wohl auch, haben wir schon mal das Level geschafft mit 5 Münzen. Sehr schön. So, und jetzt suche ich das Yoshi-Ei. Oh, danke für das 1 Feuerwerk. Ja. Ich bin
bin gar nicht mehr so weit weg von der Score, die nötig ist. Aber das kann ich auf jeden Fall noch besser machen. So, jetzt gucken wir zwischen zwei Röhren, wo so ein Holzbrett ist. Und neben der Röhre ein Baum. Dann wissen wir Bescheid, wo ich suchen muss schon mal. Oder wo ich es gefunden habe, ja. Ach, Moment, ich muss ja jetzt gar nicht mehr unbedingt hier oben lang. Okay, mache ich jetzt noch instinktiv. Hier unten gibt es auch viele Paracoopers, die ich töten kann. Für Punkte. Ich bin ja jetzt schon nicht mal so weit weg an der Punktzahl gewesen, also. Und das war jetzt noch nicht so die Leistung. Also, wer weiß, vielleicht sieht es ja gut aus für mich. Ich glaube, es. Ja, hier ist die Stelle. Okay, tatsächlich direkt unter dem Block. Ich guck mal, vielleicht, ob ich das noch sicher ins Ziel bringe. Dann mit der Punkte-Challenge anfangen. Weil das Yoshi-Ei lohnt sich schon zu sammeln währenddessen. Unabhängig davon, ob man das Yoshi-Ei einfach hat. Es geht jetzt wirklich darum, dass es 2000 Punkte mehr bringt, ne? Deswegen. Ja, okay, gut. Aber die Frage ist, kriege ich das Yoshi-Ei auch bevor ich in die Röhre... Also, scheiß auf, habe ich jetzt nicht geachtet. Ich will auch in die Röhre reingehen. Röhre bringt mir viel Geld ein. Viel Geld, viele Punkte. Also weiß ich jetzt noch nicht, ob... Ich würde so gerne so Infinite One-Up-Trick hier machen, aber ich kann den einfach nicht. Also. So, aber was ich kann, ist dieses One-Up mir holen. Ist ganz wichtig. Ich würde auch ganz gerne diese Koopas hier kennen. So, mal eben nochmal 2000 Points. Schade. Okay, den kill ich aber noch. Whoa. Okay, nice. So, dann. Hätte nicht sein müssen, aber okay. Ich sterbe hier an dem Viech, also brauchen wir gar nicht jetzt weitermachen. Okay, das sind wieder verschwendete Punkte, die ich hier hab mir durch die Lappen gehen lassen. Indem ich diese Koopas nicht erstopp. Nein. Ja. Okay, der ist schon mal runter. Ist das Ding jetzt weggespawnt? Ich weiß es noch nicht. Ne, ist noch hier. Sehr schön. Ich glaube, eben hatte ich hier schon 7000 Punkte, also. Seht ihr mal. Ist nicht so toll gerade. Nein, ich brauche den Pilz. Es, allein für diese Münzblöcke brauche ich diesen Pilz schon. So, das kann ich nicht kommen sehen, wenn er auf mich wirft, weil ich kann es... Man kann es wirklich nicht sehen. Es ist wirklich... Ich kann es nicht kommen sehen. Und das nicht als irgendein Ausdruck, sondern weil es wirklich so ist, wie es ist. Ich hoffe, der spawnt nicht weg, wenn ich zu schnell bin. Aber das macht er anscheinend gar nicht. Also, alles gut. Gut, jetzt bin ich schon bei 8,6. Ist schon besser. Würde ich auf jeden Fall mal behaupten. Ja. Und da ist das ganze Potenzial auch wieder weg. Okay. Vielleicht ja mehr Glück beim nächsten Mal. Den Koopa kann ich jetzt nicht mehr killen. Tja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber auch das kann eine Todesursache sein. Komm her. Okay. Ah, okay, gut, lassen wir mal mit den einen Block. Wow, ich bin wieder dabei, alle möglichen Todesarten herauszufinden. Nur um eine Super Mario-Version von 1000 Wege ins Gras zu beißen, zu drehen oder so. Keine Ahnung, warum das hier alles passiert. So, das war Nummer 483 und weiter geht's. Komm her. Yeah. Okay, warum habe ich jetzt das gemacht? Manchmal...
wenn das Spiel keine Scheiße macht, dann bin ich einfach dumm. Also ich hätte mir einfach das One-Up-Ding da aufmachen sollen, aber stattdessen... Oh, ich habe den am Leben gelassen. Nee, dann werde ich gar nicht das weitermachen hier. Es geht mir jetzt nicht wirklich um 800 Punkte, die er mir bringt. Ich meine, sie sind zwar schon relativ nett gemeint, aber geht es darum, dass er mir eher massiv auf den Sack geht. So, einfach das Zack auf, genau. Und dann kann ich hier in Ruhe diese Koopas alle killen. Und mir das Ding holen. Wenn es noch existent wäre, anscheinend hat sich rausgestellt, es kann doch wegspawnen. Was ich jetzt erstmal nicht geglaubt habe, weil es die ganze Zeit nicht passiert ist. Aber ist ein Ding der Möglichkeit, kann passieren. Das Ding spawnt weg. Keine 2000 Punkte, die ich aber dringend bräuchte. So, also wir kommen nicht aus diesem Anfangsstadium hier raus, von dem Level. Und das ist echt dezent scheiße, wirklich. Also ich kann es nicht anders sagen. Zwar habe ich es kommen sehen, ich wusste, es wird passieren. Aber wenn es dann soweit ist, dann ist man trotzdem nicht glücklich darüber. Das war cool. Wenn ich jetzt auch nicht sterben würde dabei, um diese paar Punkte mehr zu behalten... Wäre schon echt cool. Aber ich habe gerade so voll den Trick gemacht. Unfreiwillig auch. So, das Ding ist da. Dafür habe ich jetzt den einen mir durch die Lappen gehen lassen. Weil ich diesmal wirklich sicher gehen wollte, dass das Leben noch da wird. Okay. Ich will eigentlich nur... Er hat sich gedreht. Er ist mit dem... Nicht schlecht. Er ist mit dem Dings zusammengekommen. Mit dem Bullet Bill. Und hat sich daraufhin gedreht, um mich zu zerstören. Also ich sag's ja, wenn das Spiel keine Scheiße macht, dann bin ich einfach dumm. Aber wenn ich nicht dumm bin, dann macht das Spiel wieder Scheiße. Irgendwas ist immer falsch. Komm raus. Ich hoffe, du bist nicht weggespawnt, Mr. Pilz. Nein, der ist noch hier. Jetzt habe ich den nicht mehr erwischt. 500 Punkte weg, leider. Das ist schon ärgerlich. Wow. Okay, ich habe erstmal gedacht, er geht nach links. Und dann habe ich gedacht, ich wäre schon längst gesprungen. Also zwei Faktoren, wo ich jetzt eigentlich sehr überrascht bin, dass ich dann doch erwischt werde am Ende. Ja. Okay, gut. Aber wenn das Spiel sagt, es ist so, dann muss ich das hier hinnehmen. Ist er jetzt noch da? Scheiße, ich weiß es gar nicht. Doch, er ist noch da. Interessant, wir finden echt viele Möglichkeiten. Also wirklich Möglichkeiten, die ich jetzt vorher nicht gestorben bin. Die können mir jetzt nicht vorwerfen, ich sterbe immer auf dieselbe Art und Weise. Zwar hin und wieder mal, aber oftmals doch irgendwas... Ja, gut, vergessen wir die. Das da. Oftmals kommt da echt was Neues bei rum. Und das ist schon echt bewundernswert eigentlich. Dankeschön. Boah, er ist wieder nach rechts, aber diesmal durfte ich ausweichen. Wieso ist er diesmal nicht umgedreht, dieser Cooper? Ich meine, gut, weil dann hat mich das diesmal nicht erwischt, aber trotzdem. Okay, ich scheiße es auf das Geld, auch wenn das wirklich wehtut. Was in der Box drin ist, das ist wirklich viel, was mir entgeht. Nein. So, ihr fragt euch vielleicht, warum ich schon... ausmache, wenn ich getroffen werde. Weil das heißt nämlich, dass ich tot bin. Aber ich brauche das Großsein, um schneller diese Münzblöcke da zu drücken. Die in der Röhre kommen. Was ihr vielleicht schon vergessen habt, weil es eine Ewigkeit her ist, dass wir das mal das letzte Mal hier gesehen haben. Aber das gibt es ja auch noch. So, und dafür muss ich halt groß sein. Darf mein Power-Up nicht verlieren. Pilz ist noch da, sehr schön. Boah Gott. Habe ich mich hier wieder in eine Situation gebracht. Na, hätten jetzt auch ein paar mehr sein können. An Punkten, die ich hier auch so. Ich lasse das wirklich mal mit dem Münzblock. Hier sind immer 100 Punkte weg, aber ist okay. So, hier das Ei sammeln und dann in die Röhre gehen. Verliert ein bisschen Zeit durch dieses Viech, aber es ist okay. So, dann hier einmal. Und dann hier einmal. Seht ihr, ich bin viel schneller, indem ich groß bin.
So, ich kann jetzt nur hoffen, dass das klappt, dass ich hier auch reinkomme. Klappt nicht. Scheiße. Okay. Damit haben wir viel verloren, wo ich mich gerade hingearbeitet habe. Aber ich mache einfach weiter. Okay, mach mal hier weiter. Okay, lass mal ihn da. Ich hab bestanden, aber es hätte doch viel besser laufen können noch. Über 40.000 wäre möglich gewesen. Muss mal einen Schluck trinken. Ja. Komisch, dass gerade in dieser Welt ich irgendwie mit Abstand mehr Punkte kriege als die, die vorgesehen sind.